So, heute reagieren wir mal auf Reaction auf Papa Platte. 90% der deutschen Influencer sind linksgrüne Lappen, hat Karl S. gesagt. Ich bin gespannt, was er hier so raushaut. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Influencer, Instagrammer, Streamer und was es alles sind linksgrüne Lappen, Parasiten, Nixnutze und Tunichtgute. Das könnt ein jetzt bisschen alle heavy. Euch irgendwo rausspeichern, auf Instagram, auf TikTok und überall posten. Genau. Also das ist schon eine ziemlich harte Aussage, finde ich. Ich glaube nicht, dass das über 90% sind. Es ist ein kleiner Teil, ja, definitiv, aber nicht über 90%. Nein, das glaube ich nicht. Und Parasiten, eieiei, was der für eine Meinung hat. Der ist ja auch gerade ein Influencer, oder nicht? Weiß nicht, seltsamer Typ. Genauso wie dieses lustige Video von vor ungefähr 5 Jahren, wo mir viral ging. Aber Leute, ich habe es einfach nochmal wirklich ganz klar an einem Video gesehen, und zwar hier von Papa Platte. Ich würde sogar schon sagen, Papa Lappen. Ui, ich schaue mal ganz ui, kurz ui, das Video hier an. Da wird warum müssen Menschen so stark beleidigen? Weil das ist ja schon eine Beleidigung, was er da sagt, Papa Lappen. Also, ich denke, der Junge verdient mehr Geld wie er, ist eventuell, ne? Und dass man ihn dann Papa Lappen nennt oder so, also er hat ja dann was richtig gemacht im Leben, wenn es ihm gut geht. Bei ihm hier bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. wenn man sich die Zahlen so anguckt unter seinen Videos, die Aufrufe oder so. Er scheint ja schon vor ein paar Jahren irgendwie am Gange gewesen zu sein oder so. Keine Ahnung. Also, ne, ich finde, mit Beleidigungen sollte man sparsam, sehr, sehr sparsam umgehen, am besten gar nicht. Dann direkt hinterher von seinen eigenen Fans komplett zerlegt. Wir schauen uns jetzt mal das Video an und dann müssen wir mal wirklich über die deutsche Influencer-Szene sprechen, die komplett in die falsche Richtung abdriftet. Und zwar, wie schon gesagt, über 90% von den Leuten. Die tragen bei zur kompletten Verblödung der deutschen Jugend. Aber jetzt schauen wir erstmal hier. Eieiei. Ei, ei. Mach erstmal die Basics. Ja, Bruder, what the fuck, Alter. Ich muss mir hier im Schneewetter, muss ich hier in Deutschland selber aus dem Auto aussteigen und tanken, während die Arbeitslosen daheim sitzen. Moment mal, was hat er gerade gesagt? Er muss selber aussteigen und tanken. Ja, wunderbar, ist doch gut, dass er das selber macht, kann keiner was falsch machen. Ich meine, der Deutsche ist doch prädestiniert für die Meckerei, oder? Ich meine, du meckerst ja auch gerade so. Keine Ahnung, also, wow. Was? Ja, Papa Platte lacht dich aus. Ja, und? Innerlich lache ich auch gerade. Was geht denn jetzt ab? Von meiner Kohle. Was geht denn jetzt ab? Ich check ja gar nichts. PlayStation spielen, warmes Zimmer haben. Und wisst ihr was? In keinem anderen Land ist es so, egal wo ich bin. Egal. Oh mein Gott, Bro. Mach erstmal die Basics. Ja, Bruder, what the fuck, Alter. Alter, ich meine, ich verstehe Papa Platte, wie er reagiert, ja. es ist, sorry, Herr S., also irgendwie ist das schon ein bisschen peinlich. Oh, Bro, Bruder, what the fuck, oh, Digga. Also erstmal frage ich mich wirklich, kifft der Typ die ganze Zeit? Mal Frage Nummer 1. Und bevor ich jetzt auf das Video eingehe, will ich erstmal die Kommentare seiner eigenen Zuschauer. Ich verlinke das Video. Also ganz ehrlich, was machst du da? Warum beefst du mit ihm? Ich meine, es ist seine Art. Er ist ein sehr junger sogar noch.
er ist ja noch gar nicht so alt. Also, ich weiß nicht, du bist ein gestandener Typ, ja? Und du kannst es nicht verstehen, dass Menschen, die jünger sind, einen anderen Slang haben, teilweise sogar. Ich meine, hallo, ich habe da jeden Tag auch mit zu tun, aber ich habe mich bislang noch nicht so angestellt wie du. Oh, Bro, dies, das. Ja, die reden so. Respektier das doch einfach erstmal. Also, wenn sie sonst noch anständige Sätze rauskriegen, ist doch schon mal gut. Ich meine, ich verstehe nicht, warum du da auf ihn so beefst. Hier unten, jetzt tun wir uns erstmal die Kommentare, die tausende von Likes haben, seiner eigenen Zuschauer durchlesen und dann erkläre ich das Video und dann gehe ich weiter auf das Influencer-Problem ein und dann gehe ich auch auf ein paar Lösungsansätze ein, okay? Und Leute, ganz wichtig, ich habe vorhin schon wieder eine Nachricht bekommen von Telegram, dass ich sowas, was ich gepostet habe, nicht posten soll. Deswegen folgt mir alle. Telegram. Wer nutzt noch Telegram, ey, Alter? Scheiße. Telegram, so wichtig. Hey, wir haben heutzutage Discord. Discord ist auch funktioniert wunderbar und du kannst alles posten da, was du möchtest. Ja, musst dich nur an Regeln halten, wie überall auf der Welt. Und irgendwie hast du echt ein Problem. Auf Telegram. Weil Instagram und Facebook sind beides Zensurplattformen. YouTube geht noch relativ gut. TikTok ist auch schon richtig schwierig, aber Telegram ist die beste Plattform. Da wird nicht zensiert, deswegen folgt mir auf Telegram für alle Business-Tipps und für über 10.000 Euro an gratis Business. Ah ja, da geht es also hin. Er will unbedingt Business-Tipps loswerden, weil genau deswegen um diese Sachen geht es eigentlich. Er nutzt ein Video von Papa Platte, um seine Werbung reinzubringen für Business-Tipps. Mhm, okay. Okay. Kursen, Investmentkursen und vieles mehr, okay? So, jetzt schauen wir uns mal die Top-Kommentare an. Ich mag Karl S. eigentlich nicht. Meistens mögen sie mich nicht, weil sie sich noch nie Gedanken über mich gemacht haben. Oder einfach nur irgendwas nach. Also, ich kann dieser Aussage widersprechen. Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich jetzt gerade nur von diesem Video her. Und du bist mir schon jetzt gerade sehr unsympathisch. Woran liegt das? Vielleicht an deinen Aussagen, vielleicht die Art und Weise, wie du manche Dinge rüberbringst, gerade in diesem Video. Und ich gehe mal von aus, so wie du redest, machst du das meistens so. Also ich weiß nicht, wie du auf einen anderen Menschen schon reagierst, ist schon ziemlich, weiß ich nicht, seltsam, seltsam. Ach, plappern. Denn man muss ja sagen, Leute, es war eine sehr lange Zeit lang, war ich ja gehypt. Karl ist der Geiste. Die ersten 3, 4, 5 Jahre meiner Karriere. Und dann war es so. Erzählt ihr mal, was wirklich krass ist, er muss sich erstmal groß machen. Er ist ja im Moment ganz klein, er macht ganz kleine Dinge, er hat weniger Aufrufe, als ne, seine Follower hergeben, weniger Reaktionen und so weiter. Und er war ja so gehypt. Ja, ich war auch mal gehypt, ja und? Und dann bist du runtergefallen vom Ross. Hast irgendwie, bist tief gefallen, ne? Ja, das passiert. Das passiert. Aber ich finde, du musst dich nicht jetzt groß machen oder irgendwas, sondern mach doch einfach, was du machen willst. Und erzähl doch nicht irgendwelche Dinge da. Weiß ich nicht. Sorry. Hey, Karl ist voll der Assi. Warum war das eigentlich so? Und warum war es eine Zeit lang cool? Das legt sich jetzt gerade wieder. Warum war es eine Zeit lang cool, Karl S. zu haten? Spannend, was ist denn auch mit den ganzen Karl S.-Hatern passiert? Spoiler, die meisten gehen insolvent, kriegen selber einen Shitstorm, verlieren ihre eigene Community ein paar Jahre später und sind im Regelfall wirklich geistige Tiefflieger, okay? Aber Alter, was der frontet die ganze Zeit. Warum frontet er so? Also er ist
eigentlich vom Anfang bis jetzt nur auf Beef aus in diesem Video. Er ist wirklich definitiv nur auf Beef aus. Er will seine Werbung, ne, für seine Firma unterbringen. Deswegen musst du auch auf Telegram gehen. Und zum anderen geht er hin. Und das ist interessant. Er versucht, sich groß zu machen. Ne, er war ja mal was. Ja, er war. Genau, das Wort war steckt da drin. Und was ist er jetzt? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Ich erlaube mir kein Urteil darüber, aber ich weiß nicht. Bislang muss ich sagen, eine sehr unsympathische Art. Was war denn das große Problem? Ich hatte damals primär mit dem Tim und dem Inscope ein Problem. Und die waren natürlich befreundet mit diesen ganzen Ungern und diesen ganzen, ich weiß ja gar nicht, wie die alle heißen, mit so 10, 20 Influencer mit so 1, 2, 3 Millionen Followern. Ah, da weht also der Wind her. Mhm. Das heißt also im Endeffekt, weil du von denen eine Breitseite gekriegt hast, warst du plötzlich out. Und dadurch, dass du jetzt so out warst, beefst du auch so stark, weil, ne? Immer gegenhämmern. War alles im Endeffekt so eine Clique. Dann haben natürlich die alle schlecht über Karl S. geredet. Ja. Natürlich sind die eine Clique, Mann. Das sind junge Leute, die vor Jahren ungefähr zur gleichen Zeit alle angefangen haben und relativ dadurch auch alle zusammen hochgekommen sind und ihre Sachen gemacht haben und so. Ich weiß jetzt nicht, wie lange Inscope dabei ist, aber Unge weiß ich, der ist lange dabei. Und alles, was da drumrum schwirrt, um Inscope, Unge und was weiß ich, die kennen sich alle, diese Influencer. Und wenn du da Scheiße baust, ist es doch logisch, dass die anderen davon informiert werden. Ich meine, wir wissen doch alleine vom Marketingtechnischen her, weil, ne, solltest du ja eigentlich selbst wissen, wenn du Scheiße baust, wissen es definitiv 10 Menschen oder im Internet sind es, was weiß ich, wie viele Menschen. Wenn du etwas Gutes machst, dann erzählen das die Leute 3 Leuten eventuell nur weiter. Also du hast da für gute Sachen wesentlich schlechtere Chancen. Also ist das doch logisch. Aber wieso beefst du von Anfang an schon so drauf? Das ist schon ein bisschen traurig. Da hast du natürlich die Arschkarte gezogen, wenn insgesamt 10 Millionen Influencer, Follower, 13-jährige, 14-, 15-jährige Kinder auf einmal über dich herhaten, dann hast du natürlich schlechte Karten. Da muss ich dich leider enttäuschen, das ist nicht alles 13-, 14-jährige Kinder. Ich weiß nicht, warum man diese Annahme grundsätzlich hat und das höre ich sehr, sehr oft. Ich muss dazu sagen, nein, das sind teilweise 13-, 14-jährige sind dabei. Aber das sind auch 20-Jährige, das sind auch 30-Jährige und 40-Jährige dabei. Ich weiß nicht, wie Menschen immer wieder darauf kommen, es sind nicht nur 13-, 14-jährige Kinder. Oder hast du die alle nach dem Alter gefragt? Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es gemischt ist. Die haben sehr, sehr gemischte Communities, das sind nicht nur Kinder. Ich weiß nicht, wie man so da immer drauf kommt, aber definitiv kann ich dir sagen, dass das nicht so ist. So, und deswegen, die meisten Leute, die Karl S. nicht mögen, Leute, die plappern im Endeffekt irgendeinen jahrealten Schrott nach. Checken wir's ab. Ich mag Karl S. Naja, dann bin ich ja jetzt Gott sei Dank mal etwas Neues für dich. Wie gesagt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nur anhand deines Videos, wie du dich gibst und wie du gerade so bist. Und ich muss sagen, das Video ist sehr unangenehm. Das ist eigentlich nicht, aber hier hat er vollkommen recht. Das nächste, das erste Mal, dass Karl S. Fakten spricht, hier, Karl S. spricht Fakten. Digga, Papa Platte lebt in einer anderen Welt und er ist extrem verstrahlt. Hierzu ganz kurz was, und zwar... Was
sind eigentlich die Inhalte von Papa Platte? Was kann der? Was ist denn sein Beitrag? Papa Platte, soweit ich weiß, ist Gamer. Ist schlichtweg Gamer. Und nicht jeder muss in dieser Welt leben, voller Stress, Nerverei und was weiß ich, und sich mit diesen ganzen Sachen befassen. Wenn dem Jungen es gut geht, der genug Geld hat und sagt, ey, ich kann super leben, alles ist toppi, warum soll er sich damit auseinandersetzen? Er muss es nicht. Er hat diese Verpflichtung gar nicht. Aber ihm das zum Vorwurf zu machen, weil er keinen Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, sondern lieber ein bisschen Minecraft zockt oder andere Games, was er spielt, verstehe ich nicht, warum man da jetzt so einen Aufriss macht. Tut mir leid. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja wirklich ein krasses Produkt entwickelt, vielleicht hat er ja wirklich mal krasse Dienstleistungen auf den Markt gebracht, vielleicht hat der Typ wirklich... Warum muss er eine Dienstleistung oder irgendwas Krasses auf den Markt gebracht haben? Was ist das? Warum so am Fronten? Sorry, Karl S., warum bist du so am Fronten? Das ist wirklich unangenehm. Ich war's geleistet, ich weiß es nicht. Aber zu 90% sind per Glück oder per Zufall die Leute durch Reactions, durch Streaming, durch Gaming, durch irgendeinen nutzlosen Schrott, der unsere Jugend nur verdummt, bekannt geworden. Ich meine, dass diese Reactions mittlerweile Überhand nehmen. Ja, gebe ich dir auf einer Seite recht, aber sowas Ähnliches machst du ja auch. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, es gibt natürlich dadurch auch neue Möglichkeiten. Das Internet ist ja nicht stehen geblieben wie 1997. Ich meine, ich bin seit 1997 im Internet. Das Internet hat sich weiterentwickelt. Es sind neue Jobs entstanden, es sind neue Sachen entstanden, es sind neue Wege entstanden, wie Menschen Geld verdienen können. Warum ist das so falsch? Warum muss das immer auf den altbewährten Wegen sein? Warum kann das nicht einfach so sein, wie es ist? Ich verstehe es nicht. Warum muss man immer Leute, sagen wir mal, niedermachen, die als Influencer ihr Geld verdienen? Warum? Es ist einfach eine neue Jobmöglichkeit. Es ist eine neue Arbeitsmöglichkeit und die ist gut. Ich meine, mindestens kannst du damit dann anständig Kohle machen und musst nicht später vielleicht in der Rente, außer du kriegst natürlich, ne, wie Tanzverbot, Schulden oder so. Haben selber gar keine Inhalte, die hocken ein paar Stunden am Tag im Zimmer drin, streamen und geben gehirnlose Kommentare ab. Und dafür verdienen die Geld. Und die sind natürlich komplett weltfremd, weil die haben keine Ahnung. Ja, Moment, Moment, Moment. Diese jungen Leute haben halt einen Weg entdeckt, wie sie Geld verdienen. Warum sollen sie das nicht tun? Also ganz im Ernst, hätte ich diese Möglichkeit vor 20 Jahren gehabt, oder sagen wir mal 1997. Ich hätte die mit Kusshand genommen, Leute. Ich hätte diese Möglichkeit mit Kusshand genommen. Warum hätte ich sie mit Kusshand genommen? Ist doch das Geilste von der Welt. Die sind nicht alle weltfremd. Viele, ne, gehen auch raus und so weiter. Es gibt Menschen, die definitiv dabei weltfremd sind oder so. Oder in ihrer eigenen Bubble leben. Aber das machen doch andere auch. Es gibt Menschen, die nur noch arbeiten gehen und nur noch in dieser Arbeitsbubble leben und vom restlichen Leben auch nichts mitkriegen. Ist das so verkehrt? Lass doch die Menschen leben, wie sie selber leben wollen. Die haben keine Ahnung von Politik, die haben keine Ahnung von Wirtschaft, die haben keine Ahnung von echter Arbeit. Bei denen, da kommt das Geld irgendwie aus dem Streaming oder von irgendwelchen komischen Sponsoren, da kommt das Geld her. Das Geld, das geben sie dann aus und dann kommt am nächsten Monat, kommt dann wieder das neue Geld rein. Oh, das ist einer von den Leuten, der glaubt, dass ein Streamer nichts zu tun hat. Also, ne, das Sponsoring ist es ja auch nicht. Das sind ja Auftraggeber für Werbung und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat er noch nicht so ganz verstanden, dass das nicht Sponsoring ist. Wäre cool, wenn alles nur Sponsoring wäre, aber gut. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, gibt er mir gerade, dass da sehr viel Neid vorhanden ist. Aber vom echten Leben haben die überhaupt keinen Plan. Dann sagt der Nächste, stimme auch zu, im Kern hat er recht, Fachkräftemangel trotz Zuzug von Millionen von
Menschen sagt alles. Ja, bei uns, da will ja keiner mehr eine Ausbildung machen, Fachkraft werden. Jeder will nur noch zum Studieren rennen oder Influencer werden oder Streamer werden und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch nicht so wirklich. Ich meine, das stimmt ja nun wirklich nicht so wirklich. Also es ist erstmal so, dass viele Firmen ja gar nicht ausbilden. Und dieses Problem, was er jetzt gerade anspricht, das war schon in meiner Jugend ein Problem. Und da gab es das Internet noch gar nicht. Da wollte nicht jeder nur, ne, Sesselpupser werden oder Influencer oder Streamer oder irgendwas. Also was er da anspricht, ist im Endeffekt etwas, was schon ewig besteht. Dass die Leute weniger ins Handwerk wollten oder irgendwie so in den Bereichen, weil sie da einfach körperlich arbeiten mussten. Und nicht jeder ist dafür geschaffen, körperlich zu arbeiten. Man muss ja auch bedenken, nicht jeder will, wenn er in Rente geht, körperlich völlig verhunzt und kaputt sein. Das muss man immer mit beachten. Also was er da sagt, ist schon nicht so ganz korrekt. Nächste. In vielen Ländern ist es Standard, dass Tankstellenmitarbeiter ein Auto tanken oder im Einzelhandel den Einkauf einpacken. Schau her, Leute. Nein, das ist nicht in vielen Ländern Standard. Das ist manchmal, dass das wirklich angeboten wird. Ja, es gibt zum Beispiel in den USA, das weiß ich, Läden, wo das so war. Es ist aber nicht in extrem vielen Ländern so oder sonst irgendwas, weil einfach es auch teuer ist. Nicht jeder kann sich dort einen Angestellten leisten, der dort das einpackt. Es kommt immer darauf an, wie hoch der Kundenservice des Ladens ist. Wenn der Laden einen hohen Kundenservice hat, dann macht er das gerne, dass er die Sachen einpackt und so weiter. Aber das ist nicht Standard. Ich habe hier einen Kommentar, der ist super, mit über 1000 Likes. Und zwar, naja, im Kern hat Karl S. recht. Ich finde, wer Arbeitslosengeld bezieht, sollte zumindest dafür 20 Stunden die Woche gemeinnützig arbeiten gehen. Und da kommen wir zum Punkt, Leute. Das, was ich in dem Video gesagt habe, das war folgendes. Und zwar, wenn du arbeitslos wirst und innerhalb von einer gewissen Zeit dich nicht umschulen lässt und wieder arbeiten gehst, okay, dann solltest du anstatt Arbeitslosengeld primär Sachleistungen bekommen. Und wenn Jetzt mal ein Gedanke, mal ganz, ganz normal ein Gedanke. Sag mal, jemand wird arbeitslos, ja? Es gibt ja unterschiedliche Altersklassen und so weiter und so fort. Bei jungen Leuten ist eine Ausbildung gewesen. Wenn sie dann eine gemacht haben, haben sie vielleicht eine Ausbildung gemacht und möchten natürlich gerne in diesem Beruf arbeiten. Warum soll ein Mensch nicht versuchen, in den Beruf hineinzukommen, wo er drin gerne arbeiten möchte, wenn er dann schon eine Ausbildung dafür gemacht hat? Dass die Arbeitsmärkte sich ändern und das rasant teilweise sogar, sollte uns allen bewusst sein. Und es ist nicht immer so, dass gewisse Sachen immer vorhanden sind, gewisse Jobs oder so weiter und so fort. So, und es kann auch nicht jeder ständig eine Umschulung machen. Ich zum Beispiel bin jemand, der sich selbst sehr viel beigebracht hat, sehr viel Eigeninitiative ergriffen hat und so weiter und so fort. Aber auch ich habe schon 3 Ausbildungen. Und die haben mir alle im Endeffekt im Alter jetzt gar nichts gebracht. Im Alter fange ich jetzt wieder ganz neu mit was ganz anderem an. Aber der Punkt ist, was er sagt, du musst nicht ständig eine Ausbildung machen oder Umschulung machen. Es geht gar nicht, dass man ständig die Menschen nur noch umschult, weil dann wärst du in der ganzen Phase, in meines Lebensphase, wäre ich ja nur noch in Umschulungen gewesen. Das hätte ja dann gar nicht mehr gepasst. Der Punkt ist ganz einfach, dass die Ansprüche von den Firmen extrem hoch sind heutzutage, mittlerweile viel zu hoch sind. Und genau das ist das Problem, dass die Firmen auch nicht mehr bereit sind, Energie in einen Menschen zu stecken, den sie einstellen. Und da ist das Problem. Es ist nicht das Problem. Es können auch Quereinsteiger reingehen in einen Job
ohne Probleme. Die müssen gar keine Umschulung machen oder irgendwas, sondern die Firmen müssen bereit werden oder müssen bereit sein, hinzugehen und sagen, okay, wir möchten gerne mit dir arbeiten. Wir möchten dir gerne das und das und das nach und nach anbieten. So. Und wenn sie das machen würden, würden sie ja ihre Fachkräfte A bekommen und B würden sie gar nicht eine Umschulung über irgendein Amt oder sonst irgendwas machen müssen, sondern die Firmen würden das mal selber bezahlen. Aber das wollen sie alle nicht. Sie wollen alle nur hier Geld sparen. Wenn du weiteres Geld willst, ja, dann sollst du halt diese Jobs machen wie tanken, Felgen putzen, Müll wegräumen, alten Damen, die Einkäufe einpacken, mit zum Auto tragen. Na klar, denn stell dir mal vor, jemand, der arbeitslos ist, müsste nach einer gewissen Zeit, wenn er gewisse Kriterien nicht einhält, jede Woche 10, 20, 30, 40 Stunden Euro extra zum Arbeiten gehen. Was würde dann passieren? Die Leute würden auf einmal sich sehr schnell fortbilden. Und da kommen wir zum Punkt, Leute. Das, was ich in dem Video gesagt habe, das war Folgendes. Und zwar, wenn du arbeitslos wirst und innerhalb von einer gewissen Zeit dich nicht umschulen lässt und wieder arbeiten gehst, okay, dann solltest du anstatt Arbeitslosengeld primär Sachleistungen bekommen. Und wenn du weiteres Geld willst, ja, dann sollst du halt diese Jobs machen wie tanken, Felgen putzen, Müll wegräumen, alten Damen die Einkäufe. Er will im Endeffekt die Ärmsten der Ärmsten noch schlimmer machen. Also noch schlimmer setzen. Ich glaube, wer irgendwie einen 400-Euro-Basisjob haben will, der wird die auch kriegen. Also 400-Euro-Basisjobs und so weiter. Aber was willst du machen? Die Leute, die zum Beispiel über 50 sind, die kriegen nicht so schnell einen Job. Da ist das gar nicht möglich. Die können auch wahrscheinlich nicht mehr die Taschen schleppen oder was weiß ich. Das wird da nicht jeder mehr können und so weiter. Die meisten von denen sind wahrscheinlich eher diejenigen, die vielleicht im Altenheim noch eventuell was vorlesen können. Aber du wirst definitiv nicht jeden zu irgendwelchen körperlichen Arbeiten bekommen. Du wirst dieses Degradieren von Menschen, was er machen möchte. Er möchte ja die Menschen noch weiter runtersetzen, ne, damit sie dann noch weniger haben im Endeffekt vom Leben. Also ich weiß nicht, nee. Ist eine zwiegespaltene Sache, würde ich sagen. Ist eine ganz, ganz zwiegespaltene Sache. Ich meine, dann kannst du auch den Wehrdienst einführen im Endeffekt und den Sozialdienst für junge Leute wieder. Dieses eine Jahr. Ne? Ich meine, da haben die Leute sich ja auch schon angestellt, oder? Einpacken, mit zum Auto tragen. Na klar, stell dir mal vor, jemand, der arbeitslos ist, müsste nach einer gewissen Zeit, wenn er gewisse Kriterien nicht einhält, jede Woche 10, 20, 30, 40 Stunden Euro extra zum Arbeiten gehen. Was würde dann passieren? Die Leute würden auf einmal sich sehr schnell fortbilden, wieder arbeiten, sich wieder in den Markt wieder integrieren. Würden sie nicht. Würden sie definitiv nicht. Es gibt die, die wirklich nicht arbeiten wollen. Und das ist der Punkt. Die, die wirklich nicht arbeiten wollen, werden sich dauerkrank schreiben lassen, werden ständig irgendwas haben, werden alles dafür tun, dass sie da wieder rausfliegen und so weiter und so fort. Du wirst definitiv die, die wirklich nicht arbeiten wollen, nicht dazu kriegen, dass die arbeiten. Und das ist immerhin nur ein minimaler Teil. Das ist so Bullshit eigentlich, was er da redet. Also lass die Leute in Ruhe ihren Job finden, wo sie auch klarkommen, wo sie arbeiten können und nicht ausgenutzt werden. Das ist nämlich auch so ein Ding. Firmen, die hohe Fluktuationen haben und so weiter. Wenn wir mal bedenken, das Arbeitsschutzgesetz ist ja schon seit Jahren gelöst. Du kriegst ja gar keine Festanstellungen mehr. Du kriegst ja höchstens nur noch 6 Monate oder ein Jahresverträge, damit sie dich dann wieder austauschen können gegen eine andere.
andere Firma und dann kriegst du hinterher bei deinem Job die Nachfrage, ja, also würden sie dann eventuell nochmal für uns arbeiten wollen ab einem gewissen Zeitraum. So, also es geht einfach nur heute bei den Firmen drum, um Geld zu sparen. Das, was er da erzählt, das ist ein ganz, ganz minimaler Teil nur von Arbeitslosen, die so drauf sind. Die meisten von den Arbeitslosen wollen wirklich wieder arbeiten. Und das würde nicht nur allen anderen Leuten helfen, sondern das würde auch den Leuten selber helfen. Denn wenn du nicht zum Arbeiten gehst, dann ist nicht nur das Problem, dass dir dein Gehalt fehlt, sondern auch die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl, die sozialen Kontakte. So, jetzt rechnen wir mal aus, wenn jemand 20 Stunden die Woche arbeiten geht, dann muss er ja dahin. Die Fahrkarte muss ja auch bezahlt werden. Das heißt, er braucht wieder eine Monatskarte. Diese Monatskarte müsste dieser Mensch wahrscheinlich selber bezahlen. Das Geld kriegt er nicht vom Amt. Das ist das Geld, was ihm dann wieder fehlt. Und das Geld vom Amt, wenn ich jetzt damalige Hartz-IV-Verhältnisse angucke oder so, ist sehr, sehr knapp bemessen. Und wenn ich mir das in der heutigen Zeit vorstelle, wäre ich jetzt echt am Überlegen, ob das so richtig ist. Die Kommunikation, die Weiterentwicklung, die Verantwortung. Sehr viele Sachen fehlen da und es gibt da sehr viele Probleme. Ich lese jetzt hier nochmal. Ja, Karl hat so recht. Karl S. bester Mann. Karl S. for President. Ja, er hat sich jetzt nur die Nachrichten rausgesucht, die ihn betreffen und die auf ihn positiv reagiert haben. Aber ich denke, es gibt auch sehr viele andere Meinungen, die dort sind. Die liest er natürlich nicht vor, glaube ich, und kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Was er macht, ist, er macht folgende Punkte. Und das ist das, was mich an diesem ganzen Video eigentlich stört. Punkt 1 ist das erste, geht er schon mal in den Beef mit Influencern, Streamern und so weiter. Er macht ein wirklich, er geht hin und er verallgemeinert, mein Gott, was für ein schweres Wort heute, verallgemeinert extrem, ich habe echt ein Problem mit dem Wort heute, ne? Also, er schert alles über einen Kamm und das ist richtig mies. Das ist eigentlich richtig mies, was er macht. Wie ich schon sagte, bei den Arbeitslosen ist es ein minimaler Teil, der gar nicht arbeiten will. Die anderen sind meistens diejenigen, die auch versuchen, wieder was zu kriegen, die schon meistens in 400-Euro-Basisjobs noch reingehen und. Und ich glaube nicht, ich habe nie Leute kennengelernt, die wirklich gesagt haben, sie wollten nicht arbeiten, die nicht irgendetwas gemacht haben. Und ich finde das, was er macht, eigentlich schon ziemlich krass. Also er ist er versucht wirklich mit jeder Ecke irgendwo Beef anzufangen und es ist nur, um sich besser darzustellen. Und das ist etwas, was ich wirklich mega falsch finde. Denn ihr könnt selber alles lesen, Leute. Wir verlinken das Ganze unten. Und es war jetzt Teil 1 von einer Videoserie, wo ich jetzt hier mal endlich anfange, auch ein bisschen gegen diese ganzen linksgrünen nichtsnutzigen Influencer mal was zu sagen, weil ich finde es ein Joke. Wir haben das nicht so wie in den USA. In den USA, da gibt es natürlich die Linken und die Grünen. In den Medien auch die Influencer. Aber es gibt halt auch die Leute, die noch irgendwo konservativ sind, wie Jordan Peterson, Ben Shapiro. Ich möchte jetzt mal eins wissen, das habe ich nicht ganz verstanden. Woran sieht man jetzt, dass Papa Platte jetzt angeblich linksgrün wäre? Kann mir das bitte einer erklären unten in den Kommentaren? Weil das kann ich nicht entdecken. Also ich sehe nur, dass Papa Platte ein Gamer ist, mit Herz und Seele. Das macht er sehr gerne. Er ist ein lockerer Typ, keine Frage. Aber ich habe jetzt nicht irgendwo einen negativen Eindruck von ihm oder irgendwas, dass ich jetzt sagen würde, er ist jetzt ein Loser oder so. Ja, er sagt halt Digger und hat diese lockere Sprache und so weiter, aber das liegt auch mit an seinem Alter, er ist sehr jung. Ich verstehe nicht, warum er jetzt so krass darauf geht.
Also, Papa Platte find ich jetzt nicht als negativ. Also, er ist halt, wie er ist. Ne? Also, er ist halt auch so ein bisschen, jo, so ein typischer Kevin halt. Ja, halt so ein kleiner Kevin, ne? Ein bisschen verstreut, ein bisschen so. Aber das ist das, was ich so von ihm weiß. Also ich habe noch nie irgendwo von ihm irgendwas gesehen, was negativ war. Und ja, er lacht halt über gewisse Aussagen von ihm hier und was auch zu Recht ist. Was absolut zu Recht ist. Ich meine, wie kann er hingehen und glauben, dass er entscheiden kann oder entscheiden will, dass ihm jemand das Auto befüllt? Das entscheidet im Übrigen immer erst der Tankstellenpächter. Und es gibt in Deutschland auch Tankstellen, wo du wirklich jemanden hast, der das füllt. Das gibt es. Aber in Deutschland entscheidet das immer noch der Tankstellenpächter, ob er jemanden einstellen möchte, der das für dich tut. Und genau da wirst du dann wahrscheinlich auch, lieber Karl S., scheitern, weil in Deutschland es nicht gang und gäbe ist, dass man jemanden dafür einstellen möchte. Candace Owens, Extreme wie Andrew Tate. Und da gibt es irgendwo eine Balance. Und bei uns gibt es diese 50-50-Balance gar nicht mehr. Bei uns ist es wirklich 80-90% linksgrün. Und alle anderen sind gleich Nazis und Judenhasser und tralalala. Und hey, man kann sagen, du pass auf. Ich habe eine konservativere Einstellung. Ah, du braune Drecksau. Und dann geht's gleich so ab. Also Leute. Also ganz ehrlich, ich empfinde ihn als sehr, sehr unsympathisch und ich bin kein linksgrün irgendwas Lappen. Ich habe da definitiv nichts mit zu tun, aber ich empfinde ihn als Person unsympathisch. Das ist einfach das Einzige, was hier in diesem Video richtig klarkommt, ist, dass er nur Werbung machen wollte. Mit einem großen Namen hinten dran für sein Unternehmen und sich besser darstellen wollte, besser hinstellen wollte. Aber das ist das Einzige, was in diesem Video wirklich rüberkommt. Ich finde es traurig, diese Art, muss ich ehrlich gestehen. Und ganz im Ernst, ich glaube, man sollte gerade bei Arbeitslosen ganz, ganz stark differenzieren. Wie sie sind und so weiter und so fort. Es gibt definitiv faule Böcke dort drin. Die gibt es überall. Du hast auch in Firmen schwarze Schafe. Du hast auch am Markt ganz, ganz viele Firmen, die keinen Bock drauf haben, überhaupt jemanden zu schulen oder überhaupt eine vernünftige Möglichkeit in der Firma geben zu wollen. Deshalb würde ich hier von diesem Dingen, was er hier vorhat, einfach abraten in dem Sinne, weil wenn Leute in etwas gesteckt werden, was sie nicht machen möchten, werden sie Wege finden, dort rauszukommen. Aber sie werden definitiv nicht unbedingt über einen Job gehen. Die meisten Menschen heutzutage in Firmen, wenn ihnen was nicht gefällt, machen krank. Das ist einfach so. Und wer das gut kann oder so, der wird wahrscheinlich dann immer krank sein. Also wirst du über diese Wege nichts erreichen. In dem Sinne wünsche ich viel Spaß, einen schönen Tag und ja, ich bin gespannt auf das nächste Video, nicht von ihm, aber von irgendjemand anders. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr da so drüber denkt, würde ich gerne wissen. Und denkt dran, nett bleiben. Wir wollen nicht, dass hier, so wie er zum Beispiel, mehr über Beleidigungen gehen oder so, das wollen wir nicht. Da habe ich gar keine Lust zu. Das finde ich auch nicht korrekt und das werde ich auch blockieren. Tschüss!